Moin und hier zurück bei Destiny 2 mit einem Warlock hier und seinem Engramm-Tag. Ich habe es wieder geschafft. Ich habe 10 gesetzlose Engramm gefarmt. Zudem habe ich noch ein Exo-Engramm in der Poststelle. Ja, ist gedroppt bei einem Major. Hier ist es, ja. Da kommen wir ja zum Ende hin noch. Und wir machen das auf, beziehungsweise holen wir den Loot raus. Ich weiß noch nicht, was drin ist. Ja, schauen wir einfach mal dann. Bin ich sehr mal gespannt, aber es kommt nachher natürlich zum Finale, zum Schluss. Ich zeige es kurz hier, wie gesagt, die ganzen Engramme gefarmt hier. Hat aber lange genug gedauert. Ungefähr so 2 Wochen. Kommt wohl hin. Und ja, mal schauen, was ich kriege. Wie gesagt, nicht vergessen bei Test, ne? Wie gesagt, hier definitiv auch mal immer vorbeigucken, ja? Wenn irgendwas fehlt oder ihr was gesehen habt, was ihr haben möchtet bei Test, auf jeden Fall mitnehmen, ja? Also wie gesagt, ihr habt ja die Gelegenheit, hier die Sachen noch zu kaufen bis Dienstag, den 9. April, 19 Uhr, nach der Zeitumstellung. Da könnt ihr noch vorher kaufen. Aber wie gesagt, macht es vorher wie ich, ja? Haut erstmal die Engramme raus, die ihr gefarmt habt die Woche, und wenn das nicht bei ist, was ihr kaufen könnt, sag ich mal, dann müsst ihr es halt nochmal ziehen und hier vielleicht nochmal so kaufen. Aber wie gesagt, das mache ich erst, nachdem ich natürlich hier erstmal die Engramme geöffnet habe, weil das ist noch ein bisschen logischer. So, fangen wir direkt an mit dem ersten Engramm. Schauen wir einfach mal rein, was hier so rauskommt. Ungefähr. So, da haben wir erstmal Handschuhe der Kormoranen Klinge. Die gibt es auch aktuell auch bei Test zu kaufen, wie gesagt. Ja, kommen hier natürlich auch mal auf die Perks an. Wenn die Perks nicht stimmen, dann haue ich das Ding gleich wieder weg. Das bringt ja nichts. So. Okay, kleines Geschenk mit Glanzstaub, ist schon mal schlecht. So ein Kram brauche ich eigentlich nicht. Wie man sieht hier oben rechts, ich habe genug Glanzstaub mittlerweile. Ja, ich gebe es so gut wie gar nicht aus. Also brauche ich nicht. Hab die Exo-Sachen, aber im Moment kommt leider nichts raus. Oh ja, Knochengerüst SL19. Genau das Ding kann man gerade bei Test kaufen. Da habe ich mir schon mal den Glanzstaub gespart. Das ist schon mal super. Schon mal ein erstes Exo hier bekommen. Auch das, was gerade bei Test im Angebot ist. Das ist schon mal sehr gut. Freut mich. Haben wir hier Monument CER, Riff gemacht, Shader, okay. Da gucken wir uns nacheinander mal alles an. Die Schiffe sehen ja gar nicht so schlecht aus, diese Klötze, ja. Aber ist leider kein Exo-Klotz, deswegen werde ich das Ding wahrscheinlich wieder weghauen, weil ich habe halt meine ganzen Exos, die ich habe. Mit denen fliege ich rum, mit denen fahre ich rum, ja, Transportmittel oder Schiff. Und deswegen, ja, die anderen Sachen brauche ich eigentlich nicht. So, Aerolite HW42, sieht interessant aus, obwohl, mal gucken. Mitternachtsclown Shader, okay, alter Shader, nichts Besonderes. Stiefel der Kormoran Klinge, Beinschutz, Goldwüste Shader. Dieser Shader könnt ihr natürlich auch gebrauchen, wie gesagt, entweder malt ihr damit euren Char an oder recycelt ihn, kriegt auch noch ein bisschen Glanzstaub. Wie gesagt, alles, was ihr hier kriegt, ist ja auch in Glanzstaub umzuwandeln, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Oh ja, Hühnchen haben, sehr nett. Cool. Ja, geile Exo-Geste. Oh Mann, heute läuft's aber. Ja, wie gesagt, dafür hat man aber auch lange genug hier die Engramme gefarmt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss auch Bungie sagen, hier komm, der hat lange gespielt, hat lange die Engramme gefarmt und gehortet. Der muss jetzt endlich mal guten Loot kriegen. Und so sieht's auch gerade aus. Sehr schön. Und nochmal Exo, was ist hier los? Der Hass erfüllte Wunsch. Warlock Ornament. Boah, ist es für Makara? Oh, cool. Das trage ich eh gerade aktuell. Nicht schlecht. Ja. Also heute bin ich sehr zufrieden. Sehr zufrieden bin ich heute. Fliederhülle, Geisthülle, Feist, Giftschimmer. Nicht so geil. So, letztes Engramm. Aber ich bin schon voll zufrieden. Wie gesagt, mir ist vollkommen wurscht, was jetzt rauskommt. Obwohl, war eine Lüge. Ich will natürlich wieder Exo haben. Oh, Siever-Projektion. Nice. Geistprojektion. Auch gut. Auch sehr schöne Projektion. Sehr geil. So, wie man sieht hier unten. Wie gesagt, habe ich gekriegt hier, ne? Müssen natürlich gucken, was die Perks auch hier gerade zu kaufen gibt. Handschuhe der Kormoran Klinge habe ich gekriegt hier einmal, und dann habe ich hier einmal schon gekriegt Knochengerüst SL19 Transformer, habe ich auch so gekriegt. Da habe ich schon mal ein bisschen Kohle gespart, wie gesagt. Und sonst müsst ihr hier mal gucken, was euch gefällt. Hier natürlich auch die Pakete nicht vergessen, ab und zu anschauen, ob da irgendwas Tolles mit bei ist hier, ne? Wie gesagt, ich bin immer noch heiß hier auf das Paket hier. Auf das hier ist das, ja genau. Mit Donnerlord spiele ich halt sehr gerne die Waffe, deswegen dieses Ornament hier. Finde ich ziemlich geil, deswegen würde ich immer noch überlegen, das zu kaufen. Ich bin immer noch nicht ganz schlüssig. So, kommen wir erstmal kurz in die Poststelle. Da ist noch das Exo drin. Das ziehen wir uns natürlich auch nochmal eben raus. So. Hoffentlich was Neues. Ja, warte. Ich muss mal gucken, was fehlt mir hier eigentlich noch beim Warlock? Sorry dafür, ich muss noch ein bisschen die Spannung erhöhen hier. So, da haben wir beim Warlock nämlich hier, was mir noch fehlt, hier einmal Fluchtkünstler fehlt mir, sonst habe ich, glaube ich, alles. Nee. Geomag-Stabilisatoren fehlen mir auch noch. Also 2 Exos fehlen mir hier noch. Okay. So, jetzt zieht es aber wirklich. Obwohl, erstmal das hier. Jetzt zieht es. Mal gucken, was rauskommt. 3, 2, 1. Fluchtkünstler! Was geht?
Sehr nice, sehr schön. Die anderen beiden Sachen hole ich mal eben weg. Ja, hat sich mega gelohnt heute. Wie gesagt, die Spielwoche hat sich sehr gelohnt bei mir im Moment. Oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Geile Scheiße, mehr oder weniger. So, gucken wir uns erstmal hier Handschuhe der Komoranen Klinge an. Panzerhandschuhe hier. Eine praxianische Klinge könnte die Welt in Flammen setzen. Wir sind sehr vorsichtig beim Zielen. Warlock Anur Mahal. Da haben wir hier einmal Raketenwerferplünderer. Entschuldigung, fangen wir jetzt woanders an. Ich bin gerade so ein bisschen aufgeregt, weil das gerade so geil ist hier. Erhöhte Mobilität hier einmal, dann einmal erhöhte Belastbarkeit, dann hier einmal Impulsgewehrlader, dann hier einmal Fastball, hier einmal Raketenwerferplünderer und einmal Scharfschützengewehrplünderer. Eigentlich ganz okay. Kann ich erstmal behalten, aber ich bin langsam vollgelaufen wieder hier. Ist natürlich wieder ein bisschen blöd, aber. Nun gut, lassen wir mal so. Fluchtkünstler, meine Damen und Herren. Panzerhandschuhe hier. Lass den Motor laufen. Sogar mit guten Perks. Das ist doch richtig geil. So, kommen wir erstmal hin. Ich weiß gar nicht, was das Ding überhaupt kann. Dynamisches Duo. Halte L1 gedrückt, um deine Arkusgranate in eine überladene Arkusseele zu verwandeln. Die Arkusseele fungiert als autonomes Geschütz. Oh, nett. Ja, mal ausprobieren. Kenne ich noch nicht. Wie gesagt, nächste Woche startet ja die Arkus-Woche. Jetzt und mal gucken, ob vielleicht bringt das ja ein bisschen mehr oder vielleicht wird der ein bisschen mehr gebufft hier. Mal gucken. Aber hört sich schon mal interessant an. Erhöhte Mobilität hier einmal, dann erhöhte Belastbarkeit. Hier einmal Bogennachlader, dann einmal Powerwaffennachlader. Auch sehr gut. Dann hier einmal leichte Waffennachlader. Auch sehr gut. Dann haben wir hier einmal Schrotflintenplünderer und hier einmal Maschinengewehrplünderer. Also perfekte Perks für mich. Ja, wegen der Donnerlord. Also perfekt. Also richtig gut. Kann ich nicht anders sagen. Da habe ich richtig Glück gehabt. Nice Stein. So, Stiefel der Komoran-Klinge hier, Beinschutz. Die Verborgenen sind überall. Du kennst vielleicht einen oder zwei von ihnen. Warlock Anur Mahal. Da haben wir hier Spezialwaffenmunition, Powergeschick. Auch gut hier, die beiden Sachen im Kombo. Ist auch ganz gut. Die kann ich auch behalten hier. Auch sehr schön. Das ist natürlich hier Müll. Dann haben wir hier noch eine Geisthülle gekriegt. Fliederhülle für Geisthülle für Geister, die es auf eine andere Art und Weise heiß werden lassen. Ja, brauche ich auch nicht, aber hier die Position habe ich auch, ne? Was ist halt los? Aber den Geist brauche ich nicht, den hau ich weg. Ich bin gerade ein bisschen gehypt, ne? Und nur ganz klein bisschen. So, Aerolite Havi 42 hier, Transportmittel. Hier, versuch den hier, der hat einen niedrigen Schwerpunkt wie du. Und dein dicker Titanhintern, Markus Ren, okay. Ja, Warlock, was soll das? Na gut, das Ding sieht doch nicht so geil aus. Sieht aus wie ein Jetski langgezogen. Oder wie eine Boje, freue ich nicht. So, hier haben wir Knochengerüst SL-19. Ein sehr dünnes Ding. Sieht auch eigentlich eher bescheiden aus. Also werde ich wahrscheinlich nicht fahren, weil das sieht aus wie halb fertig. Aber Hauptsache haben, ne? Ein besonderes leichter Carbonfaserrahmen, der für eine geschmeidige und rasante Fahrt sorgt. Was? Ein besonderes leichter Carbonfaserrahmen? Hört sich irgendwie komisch an. Naja, auf jeden Fall, das ist er hier. Man kann natürlich noch rumkriegeln hier mit Malerei. Aber, ja, gut, fahre ich nicht. Aber Hauptsache, ich habe ihn, das ist schon mal okay. Da haben wir hier einmal Monument, CER-Schiff, eine überholte Version der Vimana-Klasse von Hecke mit besonderer Lackierung für Sonnenwende Paraden. Ja, richtig dicker Mops hier, ja. Kann man natürlich noch geil anmalen. Sieht auch ganz geil aus, ja, aber ich fliege mir meine Exo-Sachen, ganz ehrlich. Außer einen habe ich hier drin gelassen, Affinitätsgeschenk. Ja, das habe ich noch drin gelassen, weil halt, das sieht ganz nett aus. Aber sonst brauche ich eigentlich keine anderen Sachen. So, Gesten haben wir natürlich auch noch gekriegt hier. Die eine Exo-Geste. Warum sie denn? Hier einmal Hühnchen happen. Brauchst du einen nur für echte Gewinner. Oder einen neuen Look? Ja. Das ist doch schick. Da kann man mal hier mal reinmachen hier. Entschuldigung, falsch rum. So. Das ist doch schon mal nice. Das ist doch richtig schön. Freut mich. So, da haben wir noch mehr gekriegt. Erstmal checken, wo die Sachen alle hingeflogen sind hier. So, da haben wir hier nämlich einmal hier den Helm gekriegt hier für Amakara. Läuft. Der hasserfüllte Wunsch. Ja, Warlock Ornament. Genau das, was ich auch brauche. Ja, so sieht das Ding dann aus. Bisschen gruselig natürlich, aber es ist ein Ornament. Das ist schon mal gut. Und ein Ex-Ornament. So, die Teleporteffekte braucht keiner so richtig. Würde ich mal sagen. So, hab ich noch irgendwas vergessen? Die Shader sind erstmal egal. Ach genau, warte mal. Oh nein. Ich kann da mal kurz hier mal so, der Helm sieht halt so jetzt auch ganz cool aus, ja. Da kann ich mal kurz eben das Ornament reinmachen. Das ist mein erstes übrigens hier für Schädel des schrecklichen Amakara. Nimmt man natürlich im Verbund, ne, mit der Supernova. Dann hat man die sofort wieder voll. Aber das hat schon was, oder?
Aber doch, kann ich auch sogar so lassen. Das ist doch schon mal ganz geil. Ich glaube, mit der Supernova hier, Amakara, läuft das sehr gut. Habe ich jetzt mich so entschieden, mal so zu spielen. Läuft auf jeden Fall, würde ich sagen. So. Jetzt haben wir noch die Geistposition. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja, weil ich gerade so gehypt bin. Explosiver-Position haben wir hier. Sieht auch sehr schick aus. Ich glaube, sonst habe ich, glaube ich, alles, oder? Ich hoffe schon. Ja, doch, ich glaube schon. Ja, das war echt sehr erfolgreich. Der beste Engramm-Tag seit langem. Seit richtig langem. Da bin ich sehr mit zufrieden. Hier ist der Geist, ja. Mit der Position. Sieht auch sehr geil aus. Das Helm-Ornament ist auch on the line. Ist so alles ganz schick. Kann ich nicht anders sagen. So kann es laufen, meine Damen und Herren. Die Geste haben wir natürlich auch nochmal eben. Gut, warte. Ja, wunderschön, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich, ich wünsche euch auch guten Loot und eine noch weitere Restwoche. Ja, und sonst kommt nächste Woche natürlich die Arkus-Woche. Mal schauen, was da alles kommt. Gibt natürlich auch mehr Loot und Katalysatoren etc. Guckt auch bei mir in die Community. Ja, da gibt es natürlich auch noch andere Infos. Alles von meinem MMO natürlich. Guckt bei den Leuten auch vorbei, die machen es immer gut. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und Zuhören. Reingehauen, bis zum nächsten Mal. Und guten Hunger. Tschüss.